Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich befinde mich hier wieder auf dem Gelände der Comic-Con. Ihr kennt es hier mittlerweile schon. Ihr seht es auch sicherlich im Hintergrund. Es ist noch relativ früh am Morgen. Ich denke so 7:15 rum. Die genaue Uhrzeit habe ich gerade nicht im Kopf. Aber uns hatte das letzte Mal auf jeden Fall gelehrt, dass es sich lohnt, ein Early-Bird-Ticket am Start zu haben. Und deswegen haben wir wieder 5 Euro mehr investiert und können da gleich ganz entspannt reingehen. Das Ganze startet hier allerdings erst um 8 Uhr. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt wieder ein bisschen Spaß mit diesem Video. Denn diese Videos, die machen mir persönlich immer am allermeisten Spaß. Die sind auch sicherlich am alleraufwendigsten. Aber wie gesagt, ich hoffe, es lohnt sich. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ja, guten Morgen zusammen. Ja, guten Morgen. Morgen, Nadine. Guten Morgen. Morty. Einen wunderschönen Morgen. Habt ihr Bock? Ja, natürlich haben wir Bock. Ja, ihr seht es ja hier schon, ne? Einiges am Start. Gerade war es noch richtig leer und jetzt, aber wir haben ja Early Bird, ne? Early Bird oder was, Dominik? Ja, die Thematik ist folgende. Wir haben uns jetzt gerade mal hier angestellt. Weil wir mussten jetzt, nachdem wir den Security Boy gefragt haben, doch noch ganz hinten, weil alle, die hier stehen, sind Early Bird Menschen. Ja, aber das Ding ist halt einfach, das geht, glaube ich, relativ zügig. Ja. Und wenn das hier schon voll ist, dann will ich nie wissen, wie es regulär aussieht hier. Oder, Otti? Genau, sehe ich auch so. Otti, was machst du? Ich studiere gerade den Hallenplan, ja, wo die Fotoboxen und so weiter. Wir sind ja jetzt hier, sind wir. Ja, gibt einiges zu entdecken, ne? Ja, Händlerbereich. Und hier da schon wieder die nächsten Halle. Conventions, die genau. So in nächster Zeit laufen. Weekend of Hell. Sind wir auch, ne? Was stellst du denn da heute? Daisy. Daisy. Aus Super Mario. Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Ja, super. Guck dir das an. Schönen guten Morgen zusammen. Ein wunderschön, ich mach mal eben so. So, Comic-Con 2023. Schönen guten Morgen. Oh yeah. Hier ist was für die schlanke Linie. Dominik, mach dir mal eine Tüte fertig, bitte. Boah, viel zu süß. Ja, das haben Bonbons so an sich, ne? Boah, was gibt's denn hier für ein geiles Zeug? Also die Schnüre kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, nee, komm, aber nicht um 8 Uhr, ey. Ich stehe mal wieder hier an so einem Greifautomaten, denn die Nadine, die möchte ganz gerne eine Banane haben. Und ich habe mir gedacht, das ist ja schon fast obligatorisch in meinen Comic-Con-Videos. Und deswegen spendiere ich jetzt hier mit diesen 2 Euro schöne 3 Spiele. Eigentlich hatte sie gerade schon gespielt, aber irgendwie wurde das Video ohne Ton aufgenommen. Deswegen hier nochmal nur für euch. Dankeschön. Ganz ehrlich, kann man in diesem Automaten. Kein Spiel hast du. Kann man da überhaupt irgendwas gewinnen oder was? Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da schon mal was rausgezogen habt. Du wolltest doch so einen Hut hier haben. Ja, schon, aber einen Hasen. Und einen Hasen? Ja, einen Hasen wollte ich haben. Und nicht hier so ein komisches Rüsselschwein. Setz mal einmal auf, einmal Probe bitte. Aber das ist so ein Rüsselschwein in Regenbogen. Das ist kein Rüsselschwein, das ist ein Einhorn. Ja, nee, liegt wieder weg. Nadine, schmeckt? Ja, sicher. Gönn dir jetzt mal. Ist es rum? Ich will auch gar nicht getrunken. Da muss man da ja noch was reinfüllen. Die hat ja die Kirsche schon gefallen. Kirsche. Dem wäre es besser. Man muss den mal ein bisschen länger im Mund lassen. Oh. Der entwickelt sich ja noch mit einem leichten Whisky-Geschmack. Mhm. Sag was. Was? Sehr gut, sehr schmackhaft. Guck mal, wer da ist und sich schämt. Ich bin zu spät, ja, ich weiß auch nicht. Nächstes Mal komme ich auch früher, scheiße. Ja, hier gibt es auch ganz geile Sachen. Hier so kleine Peanuts. Guck mal hier, Leute, so kleine S-Figuren. Auch irgendwie witzig, ne? Was haben wir hier noch? Ein Goku. Son Goku. Ja, stimmt. Hier ist noch was von Freitag, der 13. So. Das ist doch auch mega, mega geil, ne?
Geil. Auch cool. Snoopy, ne? Snoopy. Snoopy. Ich stehe hier gerade nochmal an einem Stand und zwar von 58 Toys. Er hat mir hier gerade auch mal so eine Karte in die Hand gedrückt. Wenn ihr euch für irgendein Produkt hier interessieren solltet, dann findet ihr ihn auf jeden Fall hier in Lüdenscheid. Ich halte das hier mal ein bisschen näher in die Kamera. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hier gibt es wirklich jede Menge coole Sachen. Nicht nur hier solche coolen Masken von Jigsaw zum Beispiel für 20 Euro oder so, sondern auch richtig, richtig geile große Figuren. Hier Pennywise in the Box zum Beispiel, finde ich auch mega, mega geil. Ja. Und die Sachen, die sind wirklich auch preislich absolut attraktiv. Wir können hier mal so ein bisschen weiter drüber gucken nochmal. Zum Beispiel auch Annabelle Comes Home hier in so einer kleinen, coolen Verpackung. Wirklich auch schöne Sachen für Sammler dabei und so weiter. Alles Mögliche gemischt von Superhelden über Horrorbereiche und so weiter. Wie gesagt, schaut gerne mal vorbei. Ich glaube, genau, eine Internetseite hat er auch, www.58toys.de. Man kriegt hier auf jeden Fall auch crazy Kontaktlinsen. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, die Nadine, die hat sogar solche drin. Ey, das ist fast schon gruselig, oder? Ja, heftig. Ich hab ungefähr die hier. Die hast du? Ungefähr, ja. Ungefähr. Also ich finde ja, für Stefan wäre irgendwie was grüner Drache, das wäre doch, oder? Ich stehe hier mit dem Oliver am Metstand und er hat uns ja vorhin schon gesehen, dass wir uns da ja, das ein oder andere Pinchen schon genehmigt hatten. Und der Oliver, der probiert jetzt hier auch mal Live-Verkostung. Ja, mach mal. Also sehr gut. Kann ich empfehlen, schmeckt wirklich nach mehr. Ich werde mir gleich ein Fläschchen gönnen. Nee, wirklich Leute, schmeckt wirklich gut, habe ich euch ja gesagt. Und damit ihr das Ganze hier auf jeden Fall auch wiederfindet, das Ganze heißt hier Metwabe. Wir haben ja auch mal so Fläschchen nicht fallen lassen. Und ja, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert. Die haben ganz viele coole Sorten und wie gesagt, ist wirklich lecker. Absolut. In der nächsten Halle. Ich habe mir meinen guten Filmflug hier an die Seite geholt. Grüß dich. Grüß dich. Ja, und hier sehen wir schon im Hintergrund, hier sind jede Menge Stars am Start. Das ist natürlich eigentlich so der Hauptgrund, warum man so eine Comic-Con besucht. Zumindest ein wichtiger Grund. Ja. Und ja, ich wollte dich mal fragen, hast du denn hier heute was gebucht? Oder ja, in Sachen Fotoshoot? Oder ist da irgendwas geplant? Ja, also ich habe mir tatsächlich passend hier quasi zu dem heutigen Pullover ein Autogramm mit Brandon Wolf gebucht. Und dann dazu noch ein Fotoshoot. Und ich muss sagen, der Preis bei ihm war auch gar nicht so hoch. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ja, gestern auf dem Samstag gab es ja auch schon einige, die mit ihm ein Foto gemacht haben. Und er soll wirklich ein richtig lieber Kerl sein. Also ich freue mich drauf. Ja, hör mal, das finde ich super auf jeden Fall. Und ich denke mal, du wirst den Leuten dann da auf seinem Kanal auch das Foto zumindest mal zeigen. Ne? Definitiv. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, dass Danke. Das Ganze auch gut wird, weil ja, manchmal gehen die Fotos dann doch auch schon mal in die Hose und das ist dann doch sehr ärgerlich. Ne? Ganz genau. Und nicht mal wegen dem Preis oder so, sondern einfach, weil man die Person dann vielleicht nicht unbedingt wieder sieht. Ne? Ja, Nico, wenn ich das mir hinter uns anschaue, gut, dass wir nicht kurzsichtig sind, oder? Ja, Leute,
Eigentlich wollte ich das ja hier schon wieder vermeiden, hier irgendetwas Negatives zu sagen oder so. Aber guckt euch das bitte mal an hier. Ich glaube, dazu muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Es war ja bisher immer so, dass man hier als Besucher der Comic-Con wenigstens mal den ein oder anderen Star mal sehen konnte. Und jetzt hier im Hintergrund hat man das Ganze jetzt so aufgebaut, dass man wirklich auch nur noch auf fast 200 Meter Abstand davor überhaupt irgendwie nur stehen kann, wenn man da nicht gesondert irgendwie nochmal extra was gezahlt hat und so weiter. Ja, vielleicht sollten wir nächstes Mal mal irgendwie so ein Teleobjektiv oder ein Opernglas mitnehmen, dann kann man da vielleicht wenigstens mal die ein oder andere Person mal sehen, ne? Ja. Otti? Ja? Kannst du diesen Hammer heben? Nein! Bist du wohl nicht würdig? Dominik, was hast du dir da gerade angeguckt? Den Handschuh von Thanos, das Replika. Bist du unvermeidbar? Ich bin unvermeidbar. Und ja, natürlich auch den Hammer von Thor. Da kann man es sehen. Ich zeig mal mit dem Finger drauf. Sieht schon cool aus, ne? Ich finde, das macht was her. Aber 250 Euro ist nicht schlecht, ne? Ist doch ein Schnapper, oder? Ja, Dominik. Ja, Nikolas. Hast du den Handschuh aber nicht mitgenommen? Nee. Muss sparen. Ja, nee, keine Ahnung. Also ich finde, es ist wirklich eigentlich vollkommen okay vom Preis. Finde ich persönlich. Finde ich auch. Weil wenn man jetzt solche Replikas von namhaften Herstellern hätte, dann wären die wahrscheinlich doppelt so teuer oder so. Auch wenn es jetzt erstmal relativ krass wirkt, war das Ding schon wirklich cool gemacht und als Vitrinenstück, wenn man Bock drauf hat. Ich habe nur leider keinen Platz dafür, sonst wäre ich da vielleicht wirklich schwach geworden, weil ich finde so einen Thanos-Handschuh schon ganz geil. Vor allen Dingen die Größe, die passte. Ne? Also ich würde sagen, das Replika hat 1:1 locker und Materialverarbeitung war jetzt auf jeden Fall gut und sehr ansehnlich. Guck mal, da hinten ist der Florian. Da ist der Florian. Versteckt sich da heimlich. Florian, hallo. Hallo. Dieses Video wird präsentiert von Fanta. Peach? Peach. Gibt's aber hier auch nicht, ne? Ich hab gedacht, ich probiere das mal aus. Und schmeckt? Da vorne ist übrigens nicht Peach, sondern Daisy. Kann man machen. Ist gewohnheitsbedürftig, aber kann man machen. Ja, hier gibt's noch einiges von Harry Potter. Zeitumkehrer. Sehr, sehr cool. Trimagische Pokal. Weil das Ding auch immer noch gibt, ne? Ja. Mega heftig. Fünfer, bist du dabei? Ne, das sieht so ein bisschen gemolken aus. Wie sieht das aus? Gemolken. Dann haben wir hier noch ein Minion. Nicht. Ganz schön weich, das Ding. Leute, ich habe hier nochmal alle zusammengeholt und einer fehlt hier natürlich im Bunde. Das ist der gute Oliver, der steht nämlich hinter der Kamera. War jetzt hier leider nicht anders möglich, aber Oliver sei auf jeden Fall auch gegrüßt. Und wir wollten hier auf jeden Fall nochmal ein abschließendes Fazit ziehen. Hat uns das hier heute gefallen oder halt eben nicht? Wie sieht es hier bei euch aus, Leute? Würdet ihr wiederkommen? Hat euch das Ganze hier Spaß gemacht oder... Ich komme, glaube ich, jedes Jahr wieder. Er hat sich so ein bisschen erzwungen an mir. So. Nee, hat Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall relativ gut organisiert gewesen. Außer, dass jetzt hier manche Staff-Brüder, die hier stehen, nicht ganz wissen, wie sie arbeiten sollen. Aber sonst dementsprechend war alles soweit ganz gut hier. Ne? Das hast du am Ende wahrscheinlich immer bei irgendwelchen Großveranstaltungen. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch wenn man hier und da häufig dann irgendwie was zu meckern hat, man muss fairerweise sagen, auch wenn ich sage, ja, man hat die Leute entsprechend so ein bisschen abgekapselt und so weiter, es gibt ja am Ende immer noch die Möglichkeit, einfach mal ins Programmheft reinzuschauen, denn die ganzen Stars, die haben ja hier auch über den Tag verteilt immer irgendwelche Bühnenauftritte und so weiter und da kann man sich ja wirklich dann theoretisch auch kostenfrei hinbegeben und sich da entsprechend einfach mal den Star seiner Wahl angucken. Ich muss am Ende auf jeden Fall sagen, mir hat es hier wieder mega viel Spaß gemacht mit euch, Stefan, Otti und so weiter. Ja, genau. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall auch
ja, fündig geworden bei dem, was ihr hier so kaufen wolltet. Und ja, zum Glück haben wir dich auch wieder gefunden. Du bist nicht jetzt all abgeglitten mit. Nein, das nicht. Bin wieder hier gelandet. Ja, wie gesagt, Leute, auch wenn es hier heute mal ein bisschen weniger Filmbörse war, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video hier gefallen. Und lieben Gruß wollte ich gleich nochmal eben machen. Bitte, bitte, Stefan. Zwei Leute wollte ich eben ganz grüßen. Einmal Power, weiß dann Bescheid. Und den lieben Stan, muss ich einmal ganz dicke grüßen. Super, immerhin. Jetzt darfst du wieder. Ja, nö. Wenn euch jetzt hier nichts mehr einfällt, ihr nichts mehr hinzufügen wollt, dann würde ich auch sagen, verabschieden wir uns hier heute von der Comic-Con 2023 und sagen ciao. Ciao. Stefan, war wieder geil, oder? Auf jeden Fall, richtig geil. Auch nicht ganz so voll. Gestern war es ja sonst ja voll gewesen sein, aber heute Sonntag war nicht. Ja. Wurde nicht überlaufen. Ne? Könnte durchaus auch damit zusammenhängen, dass hier BVB spielt, wie ihr seht. Aber, ja, was willst du machen, ne? Fängt es auch noch an zu regnen, aber ich bin hier. Jasmin wieder, sie ist süchtig. Aber ich hänge ja auch nur an diesen Automaten rum, wenn ich hier bin. Und mein Freund rutscht nicht über mich. Niemals! Niemals! Yeah.